Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Ja, beim letzten Mal haben wir das letzte Upgrade hier gemacht von der Forschungsanlage. Jetzt ist uns bloß ein Problem hinzugekommen. Der Strom reicht einfach nicht mehr aus. Was dazu führt, dass unsere Dinos wild werden. Was überhaupt nicht gut ist. Bedeutet, ich sitze jetzt hier hinten. Schnell das Ding an. Gehe hier mit einer gebogenen Straße ran. Und setze das hier an. Hoffe, dass es gleich fertig wird, weil es aktuell. Wir suchen nach Studien über ein besonderes Tier. Der Name bedeutet so viel wie Olymps Feuerdieb. Einen Pyroraptor. Gefahr für gestern. Ja. Ganz genau. Bevor wir weiterkommen, müssen wir ein Team nach Pyroraptor-Bernsteinproben aussenden. Komm schon, Strom, 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 Sieht Strom. Aus, als sollten wir ein vollständiges, intaktes Genom mit dem Pyroraptor erreichen Warum können. Warum so lange? Das sollte Dodgson freuen. Das Problem ist ja jetzt, dass alles runtergefahren ist. Außer lustigerweise, das ist also nur die Stromzufuhr hier hinten ausgegangen. Jetzt hoffe ich, dass das schnell genug fertig wird, ohne dass uns ein Viech auskommt. 4, 3, 2. Strom ist wieder da. Das war jetzt knapp. Wir machen ja den erhöhten Output hier noch. Warum gelten die aktuell noch als Gefahr? Können sie doch gar nicht mehr. Ich glaube, das müsste sich echt dann nur noch beruhigen. Weil fliehen können sie nicht mehr. Ja, jetzt hat sich das aufgelöst. Es war noch Backlash sozusagen. Das hätte auch blöd ausgehen können. Wir haben ja hier nur ein paar freche Fleischfresser drin und so Zeugs, ne? Haben wir hier einen Schutzpunkt? Ja, wir haben hier einen Schutzraum. Vorteil ist natürlich, hier läuft wenig rum, hier fährt viel in den Türmen. Problem ist natürlich, wenn die Türme runterfahren, wird es gefährlich. Da könnte es gefährlich, gefährlich werden. Ich muss aber auch leider sagen, dass die Folge ein bisschen zu spät gekommen ist. Liegt daran, dass ich heute so müde war, dass ich einfach irgendwann weggepennt bin. Und komplett meine Zeiten überpennt habe. Was dazu geführt hat, dass ich natürlich eventuell nicht ganz anwesend war zur richtigen Zeit. Jetzt tun wir hier ein bisschen forschen. Wir machen 2-1. Ich will jetzt ein bisschen forschen gerade mal. Personalverbesserung. Das können wir auch einmal machen. Ins Personal investieren. Das ist auch nicht schlecht. So, okay. Das können wir hier, das tun wir eh schon. Da haben wir den Arbeits- und Genetics. Ah, das sind die ganzen. Den hier können wir sozusagen Pyroraptor. Das ist gleich auch die Aufgabe, ne? Erforsche folgendes Pyroraptor, Folge folgendes Bernsteinmine Stufe 2. Verbessere das Genom von Pyroraptor von 0 auf 100%. Okay. Gut, bedeutet, aktuell ist wenig, was passiert. Ich glaube, es ist teilweise besser. Jetzt müssen wir mal gucken. Bernsteinmine Stufe 2 freischalten. Geht es dann hier unten irgendwo? Energie haben wir alles freigeschaltet, was es irgendwie gibt. Ah, Bernsteinmine Stufe 2 machen wir schon. Oh, wir sind gut. Das können wir erforschen. Zusätzliche Brutstätte, das ist gleich gar nicht schlecht. Hier können wir eigentlich nur noch das da erforschen. Da brauchen wir Fischfresser, mindestens eine im Gebiet. Und wir könnten anfangen, auch Krankheiten zu erforschen. Und hier sind wir eh schon dabei. Hier.
spezienübergreifende Anpassung, tropische Hautfarben, okay. Also ein bisschen was müssen wir hier wahrscheinlich auch nochmal erforschen, aber dann wird das auch langsam was werden. Und das muss ich halt noch erforschen, das sagte mir, das liegt noch auf der Hand. Aber lassen wir erstmal mal den Rest fertig werden, dann können wir das danach erforschen. Dann haben wir eh das, die Stufe 2 Mine sozusagen durch. Bernsteinmine Stufe 2 wurde erfolgreich abgeschlossen. Perfekt. Müsste ich dann rein theoretisch auf der Minenkarte die Stufe 2 Minen sehen? Stelle abgeschlossen, Stegosaurus, Volumosaurus. Aber das war noch Stufe 1 Ding, oder? Muss ich dann eine andere Ebene gehen? Ah! Para, Galimimus, Dilophos, Velociraptor, Brachios, Triceratops, Dimetero. Aha. Baryonyx, Kentaurus. Okay. Ich versuche mal, dass der Pyroraptor erstmal geforscht werden muss, bevor wir in diesem Fall was machen können. Bedeutet, wir gehen jetzt hier hin. Jetzt geht hier nicht ganz aus. So. Bedeutet, wir haben jetzt das. Kann ich hier noch was erforschen? Die Stufe 3 geht nicht. Das darf ich noch gar nicht. Ah, dafür muss ich erst mal... Okay. Kann ich hier unten rein, theoretisch? Geht sich alles nicht aus, ne? Das Maximum ist zu gering hier, um Verletzungsbehandlung oder Effizienzding zu erhöhen. Wäre auch zu schön. Eine weitere Bootstelle, nee, kann mir auch nicht leisten. Ich gehe schon wieder alles durch, weil ich einfach zu blöd bin, mir das zu merken. Nee, dann Zeit vorspulen, warten, bis wir den Pyroraptor sozusagen da erforschen können. Aber ist ja ganz eigentlich nett. Ich verstehe, cool wäre, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Wasserkraftwerk wirklich an einem Fluss platzieren müsstest, wie hier. Wobei mich echt auch frage, in welche Richtung läuft hier das Wasser? Ein stehendes Gewässer, kann das sein? Aha. So, jetzt müssen wir ja wahrscheinlich den A-Stufe 2 ist freigeschaltet worden. Muss hier ihn ansehen, aber wir haben noch nichts in der Art haben. Ne, wir haben einen Para. Nope. Wir müssen Mine Stufe 2 jetzt müssen wir nur herausfinden. Pyroraptor, das müsste ja der hier sein. Schön, dann nehmen wir euch beide. Haben wir sonst noch was mit Pyro? Ich glaube nicht, sonst hätte ich nichts gesehen mit Pyro. Da ist ein Valley, da ist ein Allo. Da ist ein Tilof, ein Kerno, ein Kompensatus, ein Baryonyx. Ja, soweit schaut das. Wir überlegen, ob wir einfach noch einen gleich mit erforschen. Komm, den Stiefel mal. Darf ich gar nicht lollen. Ah, weil wir nur ein Team haben. Jetzt reit. Kann ich aber rein in derselben Zeit. Ich gehe schon wieder allen auf die Nerven wahrscheinlich, aber ich will forschen. Es geht sie wieder haarscharf nicht aus. Das geht sie absolut nicht aus. Dich könnte ich erforschen. Dafür brauche ich wesentlich mehr. Du gehst dich aus. Danach braucht ihr erstmal Urlaub. Aber dann haben wir eh alles erstmal erforscht. Aber dass wir auch die Krankheiten ein bisschen auf dem Stand halten. Ist ja immerhin unser Einkommen. Oh, wurde fertig gemacht. Dann kann ich jetzt rein auf die Wissenschaftler gehen, weil die ist verärgert. Die macht jetzt eine Ausruhzeit. Die ist auf einer Expedition. Du machst auch ein bisschen Ausruhen.
Wie viel Plus machen wir aktuell? Ja, mei, das kann man sich leisten. Habe ich da kein Auto hingeschickt? Aufgabe hinzufügen. Bitte untersuchen. Ist der Ranger, hatte ich hier keinen Ranger-Posten gebaut am Ende noch? Scheint nicht so, ne? Hm. Ich werde aber nicht einen Ranger-Posten gebaut. Spannend. Ich hätte echt gedacht, ich hätte einen gebaut. Aber scheint nicht so gewesen zu sein. Ich dachte, dass das... Okay, aber jetzt sind sie rein von Expeditionen wieder zurück. Bedeutet, wir müssen im Fossilienzentrum wiederum vom Baryonyx, von dem Pyroraptor oder was finden. Ja, das ist jetzt einiges vom Pyro. 4, 2, 2, 2. Mehr können wir gar nicht nutzen. Wissenschaftler zuweisen. Die reicht ja vollkommen aus. Gut. Dann schauen wir, wie viel Prozent wir danach kriegen. Gefiederte Spezies erfordern eine zu 100%ig vervollständigtes Genom. Aha, also so ein normaler, realistischer Raptor zum Beispiel wäre ja ein gefiederter, wenn ich mich nicht irre. Weil ich, wie war das? Lange Zeit man ja glaubt, dass ein Raptor keine Federn hat. Und dann nach einer Zeit hat man ja sozusagen herausgefunden, dass ein Raptor Federn hat oder irgendwie so war das ja. Bedeutet, der Raptor würde darunter auch fallen. So, jetzt müsste ich mit dem hier das abdecken und gleichzeitig dann das hier abdecken können. Ja, da habe ich eine pretty good range. Und kann das Gehege auch mitnehmen. So, wir haben 61%. Das hat nicht ganz gereicht. Sind wir jetzt nochmal 12? Ich brauche nochmal eine Pyroraptor-Mine. Kann das sein? Hä? Wie kann ich auf mehr Prozente kommen? Bin ich jetzt doof? Auf der ersten Stufe habe ich jetzt nichts über... Doch, da. Pyroraptor. Schauen. Komplett blind einfach. Ah, stimmt. Ich wollte den einen jetzt nochmal auf Urlaub schicken. Nicht zugewiesen. Du kommst auf Ausruhen. Danach macht sie Simlegend. Dann ist die auch... Sind die alle wieder ausgeruht. Das ist dann, glaube ich, gar nicht so schlecht im Ende. Aber unser kleines Fossilienforschungszentrum hier kriegt jetzt sozusagen auch mal seine Aufmerksamkeit, dem es dient, dem es würdig ist. Aber es zieht halt doch einfach Zeit. Ich muss sagen, wie geht es unseren kleinen Truppen hier? Oh, der schläft hier ganz gemütlich. Macht dann Nigosche. Der Rest läuft hier durch. Ich glaube, ein paar mehr Gullies könnte man rein theoretisch noch in die Gruppe reinhauen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Was? Ist verärgert. Achso, ja. Ich sagte auch, wieso? Weil sie mehr arbeiten musste, wie sie wollte. Alles kein Problem, schickt man auf Urlaub. Dann hat sich das auch wieder erledigt. So, gut. Dann tun wir jetzt noch zum Abschluss der Folge, denn wir sind jetzt schon wieder 15 Minuten rum und ich will ja, dass ihr die Folge heute noch kriegt. Hier schnell mit dem Galli ein bisschen was machen. Setzen das hier noch schön rein. Weisen Wissenschaftler zu. Der reicht. Und würde dann sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.